Hallo Leute. Und jetzt sind wir in Loop und müssen den Kindern schwarze Sachen kaufen, weil die eine Vorführung demnächst haben. Da sollten sie schwarz gekleidet sein. Patricia rennt schon vor. Celine sitzt und ich habe so Lust auf diese chinesische Tassensuppe. Davon werde ich mir jetzt eins gönnen. Ich habe Lust auf diese Riesensuppen, Schatz. Gehen wir da? Oben bestimmt, oder? Oben kann man die bestimmt essen. Wohin? Wohin? Keine Ahnung, Schatz. Zuerst zu Primark oder? Bunch, ob du da lange brauchst, oder? Warte, hier gibt's auch. Seid ihr nicht schon zu groß dafür? Du vor allem, du passt ja kaum noch rein. Schön gewachsen, mein Schatz. Hey, Gianni. Ja? Ich habe kein Kleingeld, Schatz. Ich habe mir jetzt so gepresste Maracuja-Saft geholt. Dann sogar Maracuja-Kerne drin. Gianni, guck mal, was ich für dich habe. Okay, wechselt. Hast du Löffel dabei? Ja. Okay, also ich habe das gekauft und das gekauft. Ich wollte es gerade zeigen. Waren die Kinder? Eins für Gianni. Schnell rein. Okay, geh rein. Ich darf hier warten, Gianni. Aber Gianni will auch essen, gell? Oder willst du trinken, Gianni? Dann isst deine Schwester erstmal. Super, Gianni. Schmeckt's dir? Da willst du hoch. Wo willst du hin? Eis? Hol mir später, ja? Versprochen. Wenn Mama fertig ist. Du kriegst Eis, versprochen, okay? Und du weißt genau, wo Eis ist, Gianni. Du bist echt klug. Gianni weiß ganz genau, wo Eis ist. Ja, kannst du trinken. Ach du, okay, ich trinke auch. Oh, wie sieht denn der Boden aus? Hallo Gianni! Hallo mein Schatz! Nicht da hochklettern, nein! Nicht da hochklettern! Aua, aua, aua! Da kannst du sitzen, ja! Nicht hochklettern, nein, nein! Nicht hochklettern, sonst fällst du runter! Du kannst dann runterfallen, das wollen wir nicht! Hallo, da ist ja noch eine Maus. Oh, Ohren sind ab. Was willst du? Erdbeer-Ananas? Erdbeer-Ananas? Was willst du? Einmal Erdbeer-Ananas, bitte. Celine, du? Im Becher, ja. Im Becher. Du kriegst Erdbeer, mein Schatz. Celine, was magst du? Erdbeerbecher? Und ein Erdbeerbecher bitte noch. Oh, das... Das war's.
5? Jo. 2. Das können Sie, kann ich entsorgen. Das wäre super, ja. Dankeschön. Achso, nee, anders. Das ist mein. Genau. Eins für Gianni, eins für dich. Aber deine hat schon eins. Ja, egal. Vielleicht mag er Erdbeeren, gell, Gianni? Das kannst du abmachen, ja. So, das nehme ich, Gianni. So, gehen wir jetzt hier raus, weiter. Vorsicht, Itzi. Entschuldigung. Du heißt nicht Itzi? Komm hier lang, hier lang, hier lang. Jenny! Kinder haben sich doch noch was geholt. Obst und Gemüse ist natürlich zu der Jahreszeit ein bisschen teuer, aber egal. Im Primark. Du kriegst später Eis, ja? Versprochen. Vorsicht, nicht, dass dir das aufgeht. Halt das bitte richtig. Genau. Schmeckt dir das, Gianni? Sehr schön. Celine, wie sind die Erdbeeren? Darf ich mal probieren? Schmecken gut, Schatz. Ja. Boah, ein Tiger ist das. Ich hoffe, dass die Patricia auch jetzt bald fertig ist. Jetzt warten wir. Die Mama ist mal nicht da. Vielleicht schafft sie das. Hat schon was gefunden. Ich gehe auch mal mit dir jetzt mit den Kindern rein. Wo ist die Mama? Da ist die Mama. Hier rechts. Na gut. Genau, Jenny, sowas. Jetzt kannst du. Und sie ist ja auch direkt klar dahin gelaufen, wollte es haben. Jetzt wenn der Hand. Ich gucke jetzt noch eine Hose, die mir zerrissen ist beim Einsteigen im Auto. Du siehst toll aus jetzt. Baba, ich darf den Weihnachtskleid kaufen. So was aber unter Weihnachtsbaum. Jenny, nicht die Sachen auf dem Boden. Okay. Am besten frage ich, wo es die Hose gibt. Ich glaube, ich werde es nicht finden. Die Hose war's. So, jetzt nur noch meine Größe. Jetzt nur noch meine Größe rausfinden. Die ist mir leider zerrissen. Gut. Da gehen die Kugeln, glaube ich, auf und zu. Oder? Wir sind gleich fertig mit Einkaufen. Der Gianni kriegt sein Eis. Celine macht es sich bequem. Spielt da mit dem Handy Hülle. Gianni bestellt sich schon von alleine.
Das ist Erdbeer, Jenny, das rote hier. Das ist Erdbeer. Erdbeer. Einmal Erdbeer, bitte. Ich will Erdbeer. In Becher oder in Waffel? In Waffel. In Waffel, okay. Zwei. Nein, eine Kugel. Jenny, was für ein Eis willst du? Auch Erdbeer? Also zweimal Erdbeer. Du willst bezahlen? Dankeschön. Das war's? Das war's, ja. Darf ich, Jenny? Jenny, dein Eis. Nein. Lass dich schmecken, Jenny. Wir sind jetzt fertig mit Luke. Die Kinder sind noch kurz auf die Toilette und danach muss die Patrizia schon nach Hause und ich fahre weiter. Ich muss noch ein bisschen einkaufen und dann muss ich in die Bar. Und die Großen sind auch bald vom Tanzen zurück. Das heißt, wir haben selber für uns dann auch nicht mehr so viel Zeit, dass wir jetzt was essen können. Die Patrizia wird zu einkaufen für zu Hause, dass sie dann ein bisschen Salat für sich machen kann und den Kindern was anderes. Und ich meine gewohnte Zeit wieder wahrnehme, weil es langsam wieder soweit ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schönen Gruß von mir und ciao, ciao. Patrizia möchte wieder Blumen. Sie hat gesagt, egal welche Farbe. Sie haben sich auch sehr gut gehalten. Sahen auch wunderbar aus. Ich glaube, ich nehme so bunte. Ich mag sowas. Cool. Das sieht doch schön aus. Passt zu dem viel Weiß, was wir zu Hause haben. Und das passt, finde ich, dem Wohnzimmer. Hallöchen. Guck mal, Selin. Wow. Bunt. Ja, bunt. Das Regenbogen, genau. Ganz viele bunte Blumen. Aber die Zettel auf wie Regenbogen. Sieht wirklich aus wie Regenbogen, gell? Jenny? Jenny, guck mal, die Rosen. Schön? Da-da-da-da! Gekauft. Bin ich gespannt, wenn ich zurück von der Arbeit bin, wie das dann im Wohnzimmer aussieht. Selin, du musst laufen, Schatz. Komm. Wir müssen gehen. Deine Schwestern kommen jetzt nach Hause. Mhm. Jenny, komm. Yeah.